Hey, ich bin Daniel und ich baue in Sims. So, und heute bauen wir das Klinker-Doppelhaus weiter. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, letztes Mal haben wir hier diesen wunderschönen Garten hier gestaltet in der letzten Baufolge. Das war ja wieder was hier. Das habt ihr abgenommen. Aber im Wohnzimmer gab es noch ein paar Kommentare von euch und auch auf dem Klo. Doch jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht's auch schon los nach dem Intro in 9 Sekunden. Danke euch! So, ihr wolltet noch ein bisschen Gemütlichkeit. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Kerzen und einer Lampe. das habt ihr euch gewünscht und da können wir mal gucken. Wir haben ja nachhaltig Leben richtig tolle Kerzen auch. Dazu gebe ich den Cheat-BB.show Hidden Objects ein. Das ist der richtige Cheat. Alle Cheats gibt's auf simfans.de und die wichtigsten immer ein Blick auf dem Cheater-Mauspad natürlich hier. Wisst ihr Bescheid? Da gibt es schöne Kerzen in diesem Erweiterungspack und da können wir ein paar rausplatzieren. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich sag's immer wieder. Ich hoffe, ich finde die jetzt auch. Wo sind die denn jetzt? Und zwar gibt es da zwei verschiedene. Müsste man nochmal vielleicht die Leertaste drücken und Enter in das Suchfeld. Meistens wird es dann aktualisiert. Ich hoffe es. Sind die Kerzen? Haben wir die? Da haben wir sie doch. Hier kommt irgendwas hier. Genau. Da. Da muss man gucken, dass man die nimmt, die etwas kosten, weil manche kosten nichts und die brennen dann nicht ab, beziehungsweise das ist dann ein totes Objekt. Aber da gibt es dieselben quasi nochmal und die kosten dann was. Na, hier 0 Simoleons nicht kaufen hier und da gibt es welche, die kann man kaufen. Jetzt können wir natürlich hier auch wieder die Farbe so ein bisschen spielen lassen. Dann können wir für unsere knallharten Kissen... vielleicht mal sowas irgendwie noch gestalten, dass man da noch mal so ein paar Kerzen nimmt in der Farbe und dass wir da noch mal so ein bisschen was Farbiges auch hier reinbringen, oder? Ja, würde ich mal sagen, hier das Grün, das Gelb, noch eine dritte wäre ganz gut. Dann nehmen wir noch mal eine grüne, aber eine eckige und machen die dann etwas kleiner. Das geht übrigens auch mit Cheats. Und ich würde mal sagen, komm, wir packen das mal hier so ein bisschen an den Rand. Und dann können wir die, glaube ich, können wir nicht ein bisschen näher zusammenstellen? Ja, dann probieren wir das mal so. BB.MoveObjects hier soll es sein. Das Spiel lässt sich wieder mal bitten. Dann machen wir das so und dann packen wir da eine hin. Und die machen wir so, dass die etwas heruntergebrannt ist. Und das können wir im Live-Modus machen mit Shift-Klick auf die Kerze und dann Verbrennungsintensität einstellen. Also Shift gedrückt halten und klicken und dann kann man jetzt sagen, teilweise heruntergebrannt. Und da kann man sagen, ja, halb heruntergebrannt. Und schon sieht das schön aus, ne? Natürlich kann man die dann anzünden hier auch und dann hat man noch ein bisschen Wärme hier drin. Ja, der Tisch hält das aus, sagen wir jetzt mal. Man könnte ja auch aus dem Debug noch einen Teller suchen, aber so ist das doch. Schon mal gar nicht so schlecht. Und dann haben wir schon ein kleines Lämpchen hier. Okay, danke euch. Dann geht's mal weiter mit der Deko. Da habt ihr euch auch noch was gewünscht für dieses Regalbrett und zwar ein Pflanzlein. Ich will das so gern, diese kleine da wieder nehmen. Die haben wir aber schon. Die passen da gar nicht rein tatsächlich. Also da muss man auch wieder ein bisschen tricksen hier. Wir können auch mal gucken, ob wir ein bisschen was Größeres irgendwie kriegen. Aber nicht zu groß, weil sonst sieht es wieder vollgestellt aus da drin. Ne? Das ist so ein bisschen dann... Es muss eher was Kleines, Hohes sein. Oder geht schon wieder los jetzt? Da geht schon wieder los hier. So eine Kanne vielleicht, das ist ganz schön. Die will wieder da hochrutschen. Die Nudel. Was haben wir denn da noch, was da noch reinpassen könnte? Ne? Das ist so ein bisschen sonst eingequetscht in diesem Regal. Vielleicht so eine. Die ist doch schön hier, ne? Auch mit dem bläulichen Glas. Ja, wieso denn nicht? Come on. Die machen wir da rein. Da gibt es auch noch andere Farben. Können wir mal gucken hier. Bisschen das Grün. Komm, wir mal probieren das aus. Ja, wir probieren das aus. Wir müssen das Grün von diesen ekligen Sofakissen so ein bisschen kaschieren. Man kann aber auch noch das vielleicht so ein bisschen kaschieren mit den Kissen aus maximalistischer Wohnung. Nee, das war moderner Luxus-Set. Ich verwechsel die immer irgendwie. Da gibt es nämlich auch so Kissen. Da kann man nochmal gucken, ob man da vielleicht nochmal ein bisschen was nimmt. Ja, die sind immer relativ krass unterwegs. Aber man kann die vielleicht so drüber setzen. Ne? Und dann ist das zwar noch da, aber nicht mehr so arg hier, ne? So krass. Können ja auch mal eins verkleinern vielleicht, ne? Dann sehen die so ein bisschen schmucker aus hier.
Ja, oder? Das geht auch hier. Soll man das so in die Mitte setzen, dass das so ein bisschen hier... Hat man da so ein bisschen was. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es mir so gut gefällt. Ich habe es mir jetzt besser vorgestellt, ehrlicherweise. Aber ja, da haben wir auch so andere, ne? Die haben wir leider nicht hier. Müsste man mal machen. Kissen-Accessoires Pack. Alle Kissen separiert. Auf Sofahöhe zum Platzieren. Okay, das wäre doch mal was. Okay, nächster Punkt. Genau, hier gibt es zwei Punkte beim Klavier. Und zwar einmal wolltet ihr Family-Fotos haben. Da haben wir hier schon welche. Und die können wir hier platzieren. Das ist nämlich gesperrt hier noch. Da müssen wir bb.ignore, wieder volle Cheat-Armada hier. bb.ignore Gameplay Unlocks Entitlement. Gehen wir dazu ein. Und dann, weil die sind erst freigeschalten, wenn man da, wir nehmen mal das, wenn man das, ja, wenn man sich das eben erspielt hat. Und da können wir dann auch mal gucken, ob wir da nochmal, da gibt es leider kein schönes helles Holz, ne? Würde ich jetzt nochmal überlegen, da können wir da an das Blau dann gehen. Kommen wir mal das bisschen bunter hier. Ich sag ja immer Mut zur Farbe hier. Okay, ich mache es. Das kommt ein bisschen weiter hoch, dass das in der Mitte der Wand ist. Und dann können wir noch was platzieren. Da habt ihr gesagt, hier das Kochbuch, ich glaube, das haben wir hier auch schon. Aus dem Lukrative der Nonna. Das hätte auch eine Option mit Notizen. Und das wäre ganz gut hier. Guck mal an, Leute. Jetzt wieder voll drauf hier, sage ich euch. Und dann nehmen wir mal hier das mit dem Braun, oder? Das ist so ein bisschen ganz gar nichts Braunholziges hier im Wohnzimmer. Nehmen wir mal das Helle. Und dann hat man da wenigstens so ein paar Notizen, wenn wir schon keine Notenschlüssel Zettel haben. Wir können aber mal gucken, Noten, weil da gibt es ein Notenblatt, gibt es im Debug, ne? Müssen wir mal gucken, hier haben wir ein Notenblatt hier. Wo ist das jetzt, liebes Spiel? Zeig's mir wieder an, aber nichts gibt's hier. Scrollst du wieder hier hin, aber nichts kommt raus dabei. Das ist wieder hier ganz toll von dir, liebes Spiel. Noten, Textzuge für Noten? Na, dann nehmen wir halt die, ja. Notenblatt, ach, das sind die dann, okay. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber das ist natürlich gut hier. Klavierband 2. Das ist doch schon mal hier eine Anregung zum Klavierlernen. Und dann ab Band 2 kann man sich dann das Buch schnappen. Das ist doch perfekt so. Ne? Dann machen wir die wieder weg. Man hier ein richtiges Klavierbuch. Können wir das hier so ein bisschen so Chaps hier draufpacken? Hier, das passt auch gut. Okay, next one. Töpfchen auf WC, das Tischchen nicht. Ach, schade, mir gefällt das voll, das Tischelein. Ich habe extra den Bilderrahmen dazu. Klopapier würde auch auf die Toilette passen. Ne, das passt auch. Und ich glaube auch sogar das. Ne, das geht nicht. Das lässt er mich nicht. Das ist ein bisschen größer, wenn es ja verkleinert. Ne, so Feuchttücher. Ein kleines Highlight. Und dann können wir hier das Töpfchen hinstellen. Natürlich so ein bisschen für die Kids, habt ihr recht, dass die auch hier versorgt sind. Und nicht immer durchs halbe Haus hier laufen müssen. Da können wir dann gleich auch die Feuchttücher vielleicht ja auf den Boden setzen. Das wäre da gar nicht so blöd. Wobei, wenn wir da oben die Feuchttücher haben, ne, dann nehmen wir mal das Weiße hier. Immer wenn das passt. So. Darf das da ein bisschen rumfahren auf dem Boden? Oder ich würde es, glaube ich, mal wegmachen. Wir haben es ja da oben auf dem Klo. Dann passt das doch. Okay. Next one. Wir müssen Mülleimer in der Küche hier gucken. Hier, da habe ich wieder verpennt hier, Leute. Ja, habt ihr wohl recht gehabt hier wieder. Das ist so ein Bug in meinem Kopf, sage ich euch. Ja, das ist so ein Bug in meinem Kopf. Ich vergesse das immer wieder. Jedes Mal nehme ich es mir wieder vor. Und jedes Mal vergesse ich es wieder. Komm, dann nehmen wir wenigstens so einen schönen Holzmülleimer. Der hat doch was, oder? Gibt es hier noch ein bisschen heller hier? Gibt es nicht. Ah doch, hier ist so weiß. Ja, machen wir mal den. Das soll ja nicht so arg auffallen, ne? Mit dem Weiß, da haben wir ja ganz viel in der Küche, dann passt das auch hier dazu. Okay, Mülleimer ist auch gebongt. Liebe Leute, danke euch. Wieder sehr, sehr produktiv und auch konstruktiv hier dadurch. Also andersrum, es war sehr konstruktiv und dadurch auch produktiv. Und ja, das waren so eure Main Dinger. Ihr könnt gerne bei jeder Folge hier im Channel immer kommentieren, was ihr euch noch wünscht. Und dann die Ideen der anderen liken, dann habe ich da so eine kleine Top-Liste. Und zusammen mit meinen Ideen mixe ich das dann
und matche ich das dann. Und ja, ich würde hier oben gerne auch dieselbe Farbe nehmen wie unten im Flur, damit wir hier einen möglichst geringen Übergang haben. Und auch zum Boden würde ich das gerne so machen. Ich finde das einfach, ne, es sieht einfach gut aus. Hat da schon der Hund hingeseucht unten da, meine Güte. Da können wir während dem Bauen hier. Aber ich glaube, Pfützen werden nicht über die Galerie übertragen. Zumindest werden keine schmutzigen Klos etc. über die Galerie übertragen. Das ist die falsche Farbe. Schmutzige Klos und so weiter wird leider in Anführungszeichen nicht über die Galerie übertragen. Ich finde das ganz cool, mal so ein versifftes Haus zu machen, aber gibt es leider nicht. So, hier haben wir so eine Nische, da bietet sich ganz stark an natürlich, dass Zeit für Freunde, Erweiterungspack. Wer wollte es, wer hat es gerade auch mit mir aufgesprochen, gedanklich? Zeit für Freunde. Tolles Erweiterungspack mit vielen Bauobjekten auch. Und da gibt es natürlich auch einen begehbaren Kleiderschrank. Da kann man sogar Techtelmechtel drin haben hier, ne? Würde sich sogar diese Beige-Variante anbieten. Man kann den sogar in die Wand reinsetzen, aber dann funktioniert das Techtelmechtel aktuell immer noch nicht. Deswegen machen wir den eh ohne Wand, weil wir dürfen ja keine Wände mehr ziehen, denn die Misha richtet ja die andere Hälfte ein. Ne? Und da könnt ihr mal gucken, bei ihrem Channel gibt es auch ein Speedbuild dazu. Ich mache das ja als VOD quasi. Okay, jetzt haben wir hier verschiedene Zimmer. Jetzt müssen wir mal gucken, wir machen mal mit dem Bad hier. Ja, da haben wir so ein komisches Fenster. Da war die Trickserei hier die Möglichkeit, das hier in die Wand reinzuschieben. Und das wird schon ein bisschen knappig. Die Seife guckt auch nicht so gut da raus. Ja, da würde ich das mal trotzdem so machen. Ich weiß, es ist eng. Ich weiß, es ist nicht ganz ideal, aber das Fenster, das ist hier. Und das dürfen wir nicht verschieben, weil ja, der äußere Grundriss haben wir uns festgelegt. So eine kleine Challenge, der muss natürlich gleich bleiben. Wie ist so eine kleine Grundriss-Challenge? Dann habt ihr mich auch mal am Verzweifeln hier. So, jetzt Klo. Dann nehmen wir keinen Busch. Dann nehmen wir eine Toilette. Ich mag immer die ganz gern. Die ist so schön filigran, bisschen schmal. Und dann passt das hier dazu, oder? Jetzt haben wir das, machen wir das hier so ums Eck rum, würde ich sagen. Und dann können wir, das hier hin machen. Hinten noch vielleicht ein Regal oder so. Dann ist das Klo schneller erreichbar. Und hier dann das Waschbecken an diese Schräge, oder? Und hier haben wir dann noch eine Möglichkeit, sogar nochmal was zu stellen. Da könnte man aber auch das Waschbecken, wenn man Doppelwaschbecken will. Das wäre natürlich auch was. Dann würde ich tatsächlich sagen, es wäre schon schön mal da an die Schräge, aber da kann man so schlecht was stellen wieder ums Eck, ne? Wir haben keine Eckschränke. Es gibt so Dreieckschränke, aber ja. Ich will jetzt nicht wieder das Ultramoderne, glaube ich, nehmen. Wir können mal gucken, was wir da machen. So ein Mittelding vielleicht. Was haben wir denn? Oh, wir haben nur ganz urige oder moderne, ne? Ja, das ist so ultramodern. Das ist so IKEA-Mittel günstig. Das ist dieses traumhaftes Innendesign, da könnte man auch mal probieren. Habe ich das schon mal gemacht? Ein Bad mit traumhaftes Innendesign hier probiert? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht hier. Zum Schwarz und mit zum Holz, das wäre schon gut, ne? Wäre schon was schön. Wie kriegen wir das jetzt hin? Jetzt müssen wir mal gucken. Traumhafte Innendesign. Da gibt es doch, gibt es da hier, da haben wir es doch schon. Gibt es da nicht so, das sind alles Eckschränke, ne? Beim Base Game haben wir so Dreieckschränke. Da könnte das vielleicht noch passen hier, ne? Das sind auch eher Küchenschränke. Ja, das sind auch. Ah, die haben so eine Form. Aber die bringt uns wenig, Leute. Die bringt uns hier wenig bis gar nichts eigentlich. Ja, das guckt dann hinten raus, ne? Ist natürlich dumm. wenn man es so macht, dann hat man hinten eine Lücke. Also das bringt uns leider nichts. So rum könnte man es noch probieren, aber. Ja, da ist dann zu tief. Also ich würde mal, glaube ich, dann tatsächlich in die Richtung gehen und hier einfach ein Doppelwaschbecken machen. Das ist dann ganz gut. Und das können wir ja dann, können wir mal über gucken, aber ich glaube, das wird auch wieder nichts. Nee, leider. Dass man die vielleicht so zusammensetzt und dann nochmal so einen Eckschrank macht, das geht eigentlich mal ganz gut, aber der ist auch, zu breit, leider. Weil, wenn da das Klo ist, kann man das doch so machen, oder? Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob wir da die richtige Farbe auch, ne? Das kann man doch so machen als Eckregal, oder nicht? Wieso ist denn das Ding wieder minimal tiefer als das Waschbecken? Da kriegst du doch wieder einen Vogel. Man könnte sogar hier noch ein bisschen reintricksen, aber nicht so weit, sonst geht es in die Spüle rein. Aber dann sieht es unten wieder blöd aus, ne? Komm, wir probieren das mal so. Das ist unser Eckschrank.
Hier kommen wieso der Dicht hier, Leute. So. Rausplatzieren kann jeder hier. Wir probieren was aus. Wir wagen es. Wir testen es. Da würde natürlich auch ein großer Spiegel ganz gut aussehen dann jetzt, ne? Sollen wir das hier auch wieder mit dem Schwarz ein bisschen? Ich finde das ein bisschen zu dunkel, ne? Ich würde tatsächlich gern so ein Metall. Bläulich ist auch wieder, haben wir bei der Dusche, wobei wir die auch noch nicht richtig eingefärbt haben. Ich glaube, ich würde das helle tatsächlich nehmen. Wir machen hier mal zwei Lampen rein, damit wir hier mal ein bisschen mehr Licht haben. Gucken wir hier nochmal, dass wir da vielleicht eine Farbgebung finden. Ach, das mit den Elefanten ist so toll. Ich mag's. Die anderen sind so, das ist auch so schön mit dem Wal. Ja, die sieht so ein bisschen, ja, krankenhausmäßig aus. Aber die geht doch mit den Elefanten hier, ne? Sollen wir die mal probieren? Das ist ein bisschen arg kindisch dann, ne? Oh je. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal die Standard hier nehmen. Mit dem bläulichen. Dann können wir das mal probieren. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch so ein paar Regale auch finden. Das ist gar nicht mal so einfach auch. Ich würde da tatsächlich auch auf das Base Game zurückgreifen. Das ist noch am neutralsten. Die anderen sind nicht so schön. Das hier ist noch ganz gut, ne? Aus Jahreszeiten. Das ist echt ein hübsches Regal. Ein hübsches Regälchen hier, ne? Machen wir das mal hier hin. Oder packen wir da die Handtücher. Das würde natürlich auch noch gehen. Weil da wäre ein bisschen hier die Handtücher ums Eck. Würde auch gehen. Was machen wir dann dahin? Ich würde jetzt mal hier so ein Regal platzieren. Dann können wir da vielleicht noch ein bisschen Luft beim Klo hier uns verschaffen. Und hier dann, mal gucken, ob das hier geht. Das Bügelbrett, das wäre auch noch was hier mal. Natürlich auch so ein schönes Regälchen, Mensch. So, da kommt über das Klo hier, das ist unser Kloregal. Gibt's das bitte in heller? Ja, danke schön, aber rosa dabei. Oh Mensch, da machen sie so ein schönes Regal und dann sind die Farboptionen so doof. Ist doch wahr, oder? Weil das auch beim Waschbecken ganz gut hier, ne? Mit dem Schwamm und so. Das ist eigentlich fast schon ein Duschregal. Aber das passt hier, glaube ich, auch ganz gut. Hat man das hier vielleicht? Ja, ich würde gern, wenn wir in dem hellen Holz bleiben, dann bleiben wir es auch, ne? Probieren wir das mal so aus. Ja, das hängt da schon ein bisschen arg drüber. Vielleicht können wir das noch eins kleiner machen. Das ist ein bisschen feiner. Kleiner, aber feiner hier. Genau. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Dann machen wir hier, ich glaube nicht, ein Schminktisch passt da nicht rein. Das wäre natürlich hier noch ein Highlight, du. Das wäre natürlich noch ein Highlight. Aber wir haben doch so einen kleinen, aber da kannst du keinen Stuhl hinstellen mehr, ne? Ich hätte ja so gern so ein Sideboard oder sowas noch, ne? Da können wir auch mal hier aus dem Pack hier das helle mit dem hellen Holz hier nehmen vielleicht. Ach, guck mal, das passt ja ganz gut. Ah ja, perfekt. Das ist ja hier gelöst. Hier, meine Güte, hier. Subidubi hier. Man könnte sogar mit denen ganz guten Regal basteln. Also, ich finde, das geht noch. Blöderweise sind oben dann die Schubladen auch, aber ja, das ist so der Trick dabei, dass man das übersieht mit einem zwinkernden Auge. Weil wir haben so viele schöne Deko-Sachen auch. Und da kann man natürlich ja auch nochmal hier so ein bisschen Krams verstauen. Voll realistisch, ne? Hier mit Putzeimer wird hier versteckt und alles hier. Klopapier holen wir auch mal gleich raus. Ich habe noch gar keine Tapete hier, ne? Würde man das Klopapier hier an die Wand hin machen. dann machen wir hier mal so ein paar Kleinigkeiten noch drauf. Ich denke, das geht noch, ne? Die Ecke ist ein bisschen kantig hier. Da wäre schön, wenn das hier noch so ein Stück abgerundet wäre, aber ja. Und endlich diese Handtücher hier, ne? Die müssen natürlich auch mit rein. Können wir mal gucken, ob wir da auch, haben wir da blaue dabei? Können wir mal blaue nehmen hier? Da haben wir wenigstens ein bisschen unsere Farbgebung hier wieder aufgegriffen hier, ne? Sagen wir hier Handtücher rein. Und ja, das wird jetzt nichts mehr. Das wird jetzt nichts mehr. Ja. Könnte man höchstens noch so kleine machen hier. Das wäre hier ein bisschen eng. Ja, das ist zu eng. Können wir die unter das Fenster hängen? Gehen die hier hin? Ja, guck mal, das geht doch. Dann kann man sich die gleich krallen hier aus der Dusche. Das ist doch gut. Machen wir das mal so. Gibt es da noch was? Oh, das ist ja mal knuffig. Für die Kinder, die Handtücher hier.
Das ist schon schön auch. Und die neutralen hier sind auch schön. Das sind so schöne Handtücher. Komm, wir nehmen mal die Void-Kreaturen-Handtücher für die Kinder. Und dann gibt es hier halt nochmal Handtücher. Das sind dann die Eltern-Handtücher hier. Was ist das auch so tief wieder? Auch so tief hier wieder. Manometer. Und dann machen wir das eins kleiner. Das ist halt, ist gut gefaltet. Das ist gut gefaltet hier. Dann machen wir das mal so. Ja, okay. Ja, große Familie. Wir brauchen ja schon ein bisschen was hier. Duschablage ist auch sehr toll, weil wir ja keine jetzt mehr haben im Dings. Ich würde die mal hier reinsetzen. Weil die duschen ja da, dann hat man da ein bisschen Luft. Sonst wird es ein bisschen eng da drin mit dem Arsch. Und Seifenspender an das Waschbecken, auch sehr toll. Das ist ab ins Schneeparadies. Da muss ich jetzt tatsächlich mal hier die Wand hier halb runter machen. Wenn ihr euch fragt hier auch immer, warum ich das so mache mit hohen Wänden, einfach damit ich schöner einrichten kann. Ist auch immer ganz gut, wenn man so mal guckt, weil dann weiß man, was sind die Außenwände und die muss man ja ein bisschen besser dekorieren als die Innenwände und dann sieht das auch hier gleich besser aus. Dann kann man den Tisch gleich anklicken und die Bar und so, wenn man hier spielt, ohne dass man da die Wände gleich vor der Fresse hat. Aber vom Stil her, ich mag das ganz gern, weil es halt schöner aussieht, wenn man das ganze Dekorierte sieht, auch wenn man dann so ein bisschen von oben dann immer reingucken muss. Badtapete, da nehme ich immer ganz gern hier eigentlich die hier aus dem Zusammenwachsen-Pack und hast mir schon wieder was hier ins Inventar platziert, du Nudelspiel, du Nudeliges. Was soll das denn wieder hier? Wenn ihr den Bug auch mal habt, dann kann ich euch empfehlen, baby.moveobjects probieren auszuschalten und dann die Tapete zu platzieren. Das ist ja wieder weg hier, die... Was ist er jetzt? Da. Das Dunkelblau ist auch schön. Ja, und dann entfernst du was anderes. Nicht dein Ernst jetzt hier. Was ist denn das wieder für ein Spiel hier? Probieren wir es nochmal aus. Move Objects an. www.move Objects aus. So. Nochmal umgekehrt. Jetzt will ich aber hier. Come on, da müssen wir es halt neu platzieren. Ja, das. Weil das gestapelt ist, ein Tisch auf den Tisch. Na gut. Also, das Spiel lässt sich zweimal bitten. Wir fügen uns. Manchmal hilft es aber tatsächlich was. Kein Gelaber hier. Ist wirklich so. Sotella hat es auch verratzt hier. Wenn wir die da unten drin gehabt. Ne? Das ist auch wieder gestapelt auf gestapelt. Leider ungeil, aber so ist es. So ist es, so ist es. Ich glaube, das andere gehört uns gar nicht. Das ist gleich vom Vorgängerhaushalt. Ist gleich von. Das da glaube ich aber nicht hier in der Schule auch nicht. Hatten wir den? Hatten wir den da? Das ist gar nicht mehr. Na gut. Okay. Jetzt gucken wir gleich mal nach dem Boden, weil der kann auch ganz gern zicken. Und da würde ich dann auch mal probieren, sowas in die Richtung zu finden, das zur Wand passt. Da könnte man fast sogar in die Beige-Richtung reingehen. Ich würde es aber, glaube ich, doch mit Weiß. Ja, so ein ganz helles Beige haben wir, glaube ich, nicht im Spiel. Das ist auch ein sehr schöner Boden. Wie das gleich den Raum immer aufwertet, ne? Dann nehmen wir hier doch einfach unsere Kalksteinfliesen. Ich glaube, die gibt es sogar in dem sanften Beige. Guck mal an hier. Guck mal an hier, da ist doch was. Schon sieht es wärmer aus, unser Bad. Wir haben sogar ein Fenster im Bad. Ist doch toll. Ja, ich glaube, Vorhänge wird schwierig. Das ist immer kritisch. Aber wir haben sogar... Ja, so Jalousien mag ich gar nicht. So ein Dings hier, das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Aber bei der Dusche ist ungünstig. Nee, komm, wir lassen das weg. Ja, es ist immer so ein bisschen, also... Mit so einem breiten Fenster, was nicht so hoch ist, ist es brutal schwierig. Man kann auch immer so große Vorhänge nehmen, ne, und die dann verkleinern, probieren. Das hilft manchmal, aber in dem Fall haben wir einfach die Dusche da im Weg. Ne, und so ist ein bisschen arg mickrig. Hängt auch ein bisschen unten durch.
hängt auch ein bisschen unten durch. Also das würde noch gehen, falls ihr Vorhangfanatiker seid. Da würde ich euch das dann empfehlen, hier so zu machen dann. Ja komm, da nehmen wir die einfach die weißen dann, ne? Beige-weißen. Ich würde die noch, können wir die noch ein bisschen größer machen, dass die da unten, oder noch ein bisschen kleiner, ne? Was haben wir denn jetzt? 0,5, glaube ich. Probieren wir mal 0,45. Ja, ne, dann hängt das hier so drin. Ich würde es mal nochmal ein ganz kleines bisschen größer. 0,46. Ja, dann ist das hier. Genau. Guck mal an hier. Das ist so eine Schiene, falls jemand fragt. Das ist keine Stange mehr. Da oben sind noch irgendwelche anderen Sachen, die Kinder hingeklebt haben. Falls jemand fragt. Das ist die Erklärung. Oh mein Gott. Okay, dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit, natürlich hier ein bisschen was rein hier zu bebildern. Komm, dann nehmen wir was Knuffiges. Ich mag die knuffigen Sachen so gern. Das ist so schön. Vor allen Dingen, weil wir hier Wasser haben. Und natürlich ein Familienhaushalt. Das ist einfach so cool. Das ist mein Lieblingsding mit der Zahnbürste. Da ist es doch. Hier ist so gut. Das ist so geil. Ich lieb's einfach. Ich find's so gut. Ja, komm, dann machen wir da hier. Da ist er hier. Das ist unser Kinder-Ding. Die Kinder haben es gebastelt. Die wollten, ja. Mama hat gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir Window Color. Und dann hat Mama gesagt, nee, auf keinen Fall, dann macht er lieber das. So, und dann gibt es hier noch sowas hier. Genau. Die Messlatte. Die können wir da auch vielleicht sogar hier. Ist doch ganz schön, oder nicht? Ja, da hinten können wir eh nichts mehr stellen. Dann packen wir das da hin. Ja, sitzt man die immer im Flur? Wir haben die im Bad. So, Pflänzeltime. Gucken wir mal, dass wir hier noch so ein bisschen was Pflänzeliges reinkriegen. Was haben wir denn da? Die Hängepflanzen sind schon schön auch. Oh, die ist auch wundertoll, die Pflanze hier. Boah. Das ist schon Luxus hier. Also das schon hier was, war die schon ein bisschen fast zu groß auch wieder leider, ne? Aber die müssen wir irgendwo mal auch reinbringen. Die ist so schön. Das ist die Wand zum Nachbarn hier. Misha, wir klopfen an die Tür. Wir können die mal hier vielleicht einmal platzieren. Wir gucken mal, ob wir da, ich würde glaube ich eher da so ein Sideboard und dann da auch eine Pflanze hin. Dann ist das, wobei man, ja hier hat man eher den Laufweg, ne? Weil da die Türen sind. Außer wir machen, aber die Türen dürfen wir nicht mehr verschieben, ne? Ich denke immer, die guckt mich nicht an, die blöde Troller hier, die Pflanze da. Paradiesvogelblumen. Strelitzien. Oder Strelitzien? Ich weiß nicht genau. So, weiß ich wegen meiner Mama. Falls jemand fragt. So. Oh, die ist auch so gut. Die ist ganz gut, weil die ist nicht so, die ist nicht so tief, ne? Die kann man relativ nah an die Wand packen auch. Und ich mache die nochmal ein bisschen kleiner. Das ist auch das Schöne an Pflanzen, dass man die immer ein bisschen kleiner machen kann. Ich glaube, die gab es auch in... Ah, das war so ein Knalle, dunkelblau. Kann man da vielleicht nochmal gucken, ob wir nochmal... Gelb ist auch natürlich eine harmonische Farbe zu blau hier, konträr. Das passt auch ganz gut. Und dann machen wir den kleinen Knuffi hier auch nochmal irgendwo rein. Oder die Fische. Ach, das ist schon schön, ne? Mit den Fischen. Die Schildkröte ist auch so toll. Dass die Kids auch hier gerne Zähne putzen gehen und so weiter, ne? Das ist ja ganz wichtig. So, jetzt machen wir aber auch noch ein normales Bild irgendwie. Sonst die Kinder haben das Bad hier vereinnahmt. Noch so ein Arztbild hier oder so. Ist da bestimmt auch mit Hellholz Bilderrahmen hier, ne? Das ist so ein Arztbild. Nehmen wir das Gelb nochmal aufgegriffen. Das, komm, da ist doch schön hier mit so Blümchen, das ist doch gut. So, dann gehen wir jetzt mal in das Badutensilienpaket. Natürlich. Und holen uns hier noch so ein bisschen Krams dazu. Zahnbürste gibt es hier auch. Machen wir das mal hier auf das Waschbecken hier. Die mache ich immer gerne eins kleiner. So ein Riesen-Oschi wird so eine Riesenfresse. Entschuldigung, alles doch.
Das ist ja viel zu groß, das Ding. Das ist, wenn man es einmal verkleinert, auch noch. Hier, den Föhn hat die Mama extra gekauft zur Handtuchfarbe. Und genau, hier machen wir noch so ein schönes Handtuchding. Da ist er auch ganz gut. Der Rasierer. Oh Mensch, immer diese blöden Zickereien mit diesen Slots hier. Ich krieg echt einen Vogel. Und kein schönen Vogel hier. Ist wieder hier Katastrophe hier. So, zack. Okay, und das kommt hier nach. Wobei, die gehen, glaube ich, auch. Nee, da haben wir schon, das ist schon belegt. Haben wir hier noch so einen, da haben wir die Wandseifenspender, dann brauchen wir keinen mehr. Wir können nochmal so einen Reserve-Seifenspender hier. Können wir mal, nicht mal ein bisschen weiter vorne. Immer das Große nach hinten im Zweifel. Na, ich hätte das jetzt auch gern wieder nebeneinander platziert, wisst ihr? Das ist wieder so ein Scheißi hier. Das macht das Spiel mit Absicht, um mich zu ärgern. Ja, hier noch so ein bisschen Parfümdöschen. Die sind auch wieder viel zu groß. Oder Cremes oder was auch immer das sein soll. Badewasser. Aber gerade so, liebes Spiel, hast du dich noch gerettet hier. So. Genau. Das ist doch schon mal ganz gut. Was würden wir ohne dieses Set machen, ne? Wobei ich gerade denke, waren da nicht mal mehr Sachen drin? Bin ja bei Deko, ne? Da gibt es, glaube ich, bei alles Anzeigen. Kommt da noch ein bisschen? Ja, genau, diese Plastic Organizer for Teens hier. Oh, ein Kerzelein. Wenn man badet mal hier so ein bisschen was. Komm, da können wir auch mal das Gelb-Orange hier nehmen. Ist auch ein ganz Gelb. Ist auch ganz schön. Oh, das mal ein bisschen mit Gelb. Dann kommen wir ein bisschen rein in die Farbe. Weil wir hier eigentlich, wie gesagt, eigentlich Lila haben, ne? Weil Lila haben wir da nicht. Nee, komm, wir lassen das mit dem Gelb hier. Hier ist ein bisschen das Lila-Eck. Okay. Ja, oder? Was brauchen wir noch? Ich glaube, das passt. Was habe ich vergessen? Ich denke, das ist gut so. Okay. Dann gucken wir mal hier weiter. Den Flur, ne? Auch ein schöner Flur darf natürlich nicht. Wobei, wir müssen noch bei den Lampen gucken. Wir müssen mal öfter die anderen Lampen nehmen. Ich nehme immer diese Spots. Die sind halt einfach klein und... Ja. Aber die sind so ein bisschen langweilig halt, ne? Wenn wir da nochmal gucken. Ich muss auch sagen, ich bin persönlich da eher auch so der Fan davon, dass man das ein bisschen schlichter macht, so Lampen. Also ich bin nicht so der Fan von so Lampenschirmen, privat. Wenn dann sowas Weißes oder Schwarz oder so, also sowas dann noch, ne? Aber nicht, dass ich sage hier, hey, ich mache das mal so, dass das hier vielleicht nochmal beleuchtet wird. Dass ich da jetzt irgendwie großartig, ne? Ich nehme da einfach so was ganz Schlichtes für die Decke. Ich mag das nicht, wenn das so bunt ist und so. Höchstens noch so ein Holzbalken mit so Glühlampen dran oder sowas, ne? So vom Stil her. Industrial. Aber nicht irgendwie Wunder wie komische Lampen. Wie wir es in Sims haben einfach. Ja, minimalistischer Wohntisch. Ich hätte eher sowas hier gesehen. Da können wir mal gucken, dass wir uns vielleicht so ein bisschen angleichen an dieses Holz von dem Schrank. Ja, es ist nicht ganz passend, aber... Oder wir nehmen den helleren, der passt dann mehr zum Inneren, aber auch nicht wirklich. Der ist so ein bisschen weniger gesättigt, ne? Weniger gesättigt hier. Dann nehmen wir den knalligen. Der passt dann zum Außenrahmen. Wobei, der passt auch nicht ganz zum Außenrahmen. Nee, da passt alles nicht. Wie das drehst und wendet, ist es wieder falsch hier. Meine Jüde hier. Komm, dann nehmen wir mal ein bisschen knalligen. Oder? Komm, wir probieren es mal aus. Und da würde ich tatsächlich auch nochmal so einen Flurspiegel machen. Weil dann, das ist immer auch ganz praktisch, weil im Bad hat man oft die Spiegel drin. Und wenn die Sims dann da drin sind, dann blockieren die das Ganze. Okay, der ist ein bisschen zu breit. Ich dachte, der wäre kleiner. Spiegel kann man leider nicht verkleinern, weil die Spiegelfläche bleibt gleich groß. Falls jemand wissen will, hier, mach den doch kleiner. Geht leider nicht. Das ist auch schön mit dem Schwarz. Mhm. Bisschen Kontrast dabei. So, was machen wir an diese Außenwand? Habt ihr da Ideen? Das ist natürlich jetzt die Frage der Fragen.
so eine große Wand im Flur. Da wäre natürlich auch ein großer Spiegel ganz gut. Immer im Flur, die Wand, ne? Was machen wir denn da? Was haben wir denn an der Wand, was irgendwie so ein bisschen auch... Ja, die Messlatte haben wir ja schon. Ein bisschen so einen Nutzen hat oder so ein... So schöne Urlaubsbilder ist natürlich auch toll. Das ist auch wirklich gut. Wenn man so ein bisschen die Persönlichkeit mit reinbringen will, ne? Wo die schon überall waren. Hier diesen waren auf der Mittelmeer, wie das aussieht. ja, oder? Ja, ja. Vielleicht habt ihr da ja noch Ideen bis zum nächsten Mal. Könnt ihr mir gerne mal kommentieren, falls ihr da noch was wisst. Ansonsten haben wir hier noch ein bisschen Space. Da würde ich tatsächlich dann auch wieder, wenn wir da schon im Thema drin sind, so tolle Familienbilderrahmen hinmachen, die man dann auffüllen kann. Das ist einfach so cool, weil man einfach richtig schön Orte hat im Haus, die auch, ne, sonst hat man immer keinen Platz mehr irgendwie, finde ich. Und wenn man das so einen schönen Flur hat mit so einer Galerie, das spornt richtig an, schöne Familienfotos zu machen, wenn die Hunde-Pipi-Pfütze ja nicht nerven würde. Und ja, dann lasst uns hier auch noch mal eins ins Klo reinmachen sogar. Komm. Das ist hier unsere Kloreise hier. Unsere schlimmsten Campingplatzausflüge. Na, ich weiß nicht. Also das mit dem Holz gefällt mir nicht so arg. Ich glaube, ich nehme das. Das ist halt wieder auch, wir haben drei Holztöne. Dieses Geländer hat auch wieder eine andere Farbe. Echt, ich krieg voll einen Vogel, du. Ich mach gleich weiß hier einfach. Aber das können wir ja lassen in diesem Beige. Dann passt zum Spiegel wenigstens. Na gut. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ich hätte jetzt gerne noch was Orangenes. Passend zur Pflanze. Nehmen wir mal grün und orange. Dann haben wir das nochmal so ein bisschen durchgestylt hier. Keiner kauft sich ein Notizbuch nach der Pflanze im Flur. Aber ihr wisst, wie ich meine, ne? So ein bisschen... Ein bisschen das Thema aus der kleinen Schatulle ist natürlich auch schön. Natürlich auch was Feines hier, ne? Passt jetzt farblich nicht so gut. Hier ist so Notizzettel-Dinger da. Das ist doch auch nicht schlecht. Genau. Das passt schon. Reicht schon, oder? Ja. Bisschen Krams rumgenommen. Teppich will ich, glaube ich, nicht da reinlegen. Ich will noch mal kurz gucken. Wir haben, glaube ich, diesen aus Jahreszeiten auch. Der ist ganz schön den länglichen. Der ist schon poppig. Aber könnte funktionieren. Sonst mal gucken. Das ist das hier. Da haben wir den da. Der ist, glaube ich, ganz geil. Ja, weil der passt auch wieder zu unserem Orange dazu. Ja, also den könnte ich mir noch vorstellen. Aber sonst bin ich eigentlich eher... So ein bisschen Wärme braucht man im Flur, weil wir haben keine Fenster hier drin. Und so Stoff bringt dann immer Wärme mit rein. Und ja, ist so ein bisschen zu warme Farben, ne? Deswegen ist die Wand auch so schön warm, damit das nicht so eisig hier drin aussieht. Okay, soweit so gut, soweit mein Bad und mein Flur. Ihr kommentiert mir das bitte mal und nächstes Mal geht's dann weiter. Ihr könnt gerne auch schon Ideen äußern. Machen wir hier das Teenagerzimmer ins Große rein, oder? Hier das Elternschlafzimmer ins etwas kleinere und hier dann das Kinderzimmer, was natürlich dann auch mit Kind und Kleinkind wahrscheinlich dann sein wird. Also ich glaube, das wird ganz gut. Ich glaube, das wird cool. Ich freue mich. Vielen lieben Dank euch. Bis zum nächsten Mal hier zum Klinker-Doppelhaus oder jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß. Daumen nach oben nicht vergessen. Vielen lieben Dank. Tschüss.